Nach der Elektrifizierung der Gotthardstrecke wurden auch die Hauptstrecken im Schweizer Mittelland mit Fahrdraht überspannt. Die damit notwendige Bestellung von elektrischen Streckenlokomotiven erforderte eine neue Konstruktion, da die am Gotthard eingesetzten Typen für das Mittelland wegen ihrer zu geringen Höchstgeschwindigkeit ungeeignet waren. Die SBB bestellten zunächst drei verschiedene Ausführungen, was zu verschiedenen Loktypen mit unterschiedlichen Antriebskonzepten führte. Die AE36 setzte sich durch und wurde in mehreren Losen mit insgesamt 114 Lokomotiven gebaut. Die Maschinen wurden zwischen 1921 und 1929 in Betrieb gestellt und standen über 70 Jahre im regulären Einsatz. Zunächst im hochwertigen Schnellzugverkehr auf der Ost-West-Achse eingesetzt, bewährten sich die Maschinen auch im Regional-, Post- und Güterzugdienst. Das neue Roco Edition Modell der AE36 begeistert bereits auf den ersten Blick. Das detaillierte Kunststoffgehäuse verfügt über feinste Gravuren, ist mit filigranen Griffstangen und vielen separaten Steckteilen bestückt, welche teilweise aus Metall hergestellt sind. Alle Dachleitungen sowie die Isolatoren sind entsprechend dem Vorbild nachgebildet. Ebenso wurden Bauteile aus Ätzblech nachgebildet. Besonderes Augenmerk wurde auf die aufwendige Gestaltung des Buchli-Antriebs gelegt. Er überzeugt durch eine gekonnte Tiefenwirkung und einer separaten Kurbelwelle der Sicherheitsanlage. Die Treib- und Vorlaufachsen sind als feine Speichenräder ausgeführt. Der Mittelmotor mit Schwungmasse im Lokrahmen aus Metallspritzguss sorgt für einen ruhigen und kraftvollen Antrieb. Im Digitalbetrieb sind die Lichter nach Schweizer Vorbild separat schaltbar. Ein Sounddecoder in den Digitalversionen sorgt für umfangreiche, vorbildgerechte Sound- und Lichtfunktionen wie einer Maschinenraumbeleuchtung oder dem charakteristischen Schaltwerksblitzen. Mit dem neuen Modell der AE36 setzt Roco neue Maßstäbe und gratuliert damit auch den Schweizer Bahnen zu ihrem 175. Geburtstag.